Resident, Resident Evil. Ja, Leute, ich zock wieder Resident Evil. Was soll ich viel erzählen? Ich habe gute Laune und deswegen, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich heil noch gar nicht, ich heil... Alter, ne? So, jetzt können wir wieder durch die Gegend laufen. Ja, was zum... Verdammt! Der ist einfach durch die Wände durch. Wir werfen hier alles um. Guckt euch das mal an, das ist so ein fetter Grafikfehler. Ne, wir schießen einfach durch, da passiert nichts. Wir haben soweit, wie es sie aussieht, alles hier und wir gehen dann jetzt mal weiter. Weil hier ist glaube ich nichts, oder? Ist hier was? Antworte mir, Spiel! Ist hier irgendwas? Kann ich durchs Fenster springen? Ah, toll, lieber springen, nicht durchspringen. Top! Top, da, da, da. It's, I'm singing in the rain. Ich weiß, welche Stelle kommt. Jetzt kommt die Stelle, wo man sich zwei Wege aussuchen kann. Ich nehme den Zettel und zwei Wege, seht ihr es? Vor kurzem berichtet mir Lord Sadler, dass unsere Männer einen Militärhubschrauber der USA abgeschossen hätten. Da haben wir das auch schon mal geklärt. So ist für eine Weile keine Hilfe in Aussicht. Solange die US-Regierung nicht weiß, wer der Verräter ist, kann sie nur beschränkt verdeckt Operationen vornehmen. Wir müssen diese Zeit zu unserem Vorteil nutzen, um das Mädchen fangen. Meine Fresse, was ist los? Es gibt nur zwei Routen, auf denen die zwei Amerikaner unser Gebiet verlassen können. Dort werden wir sie abfangen. Wir werden unsere Leute bestmöglichst einsetzen. Bei der einen Route werden wir alle Leute einsetzen, damit sie uns nicht entkommen. Die andere Route überlassen wir unserem El Gigante. Egal welche Route sie nehmen, der Ami und das Mädchen kommen nicht lebend hier weg. Okay. Dann machen wir nochmal ein Save kurz. Ich kann ja hier safen. Nein, ich safe nicht hier, ich safe hier. Weil wenn Fraps jetzt doch wieder rumspackt, dann haben wir, ist das Geheule groß. Wo ich das hier gerade aufnehme, werdet ihr wahrscheinlich erstmal Part 5 sehen. 4 oder 5 sehen? Das kann gut sein. Weil ich nehme jetzt einfach jedes Mal auf, wenn ich Zeit habe. Hey, Stranger! Welcome. Yo, der hat wieder viele Sachen. Oh, da war Neues. Würde ich nicht. Der die Punisher. Erste Hilfe Spray! Tu mal rein! Nein! Oh, jetzt scheiße, egal. Erste Hilfe Spray! Hey, ho, du hast. Ich hab immer noch Geld, Not! Thank you. What are you buying? Not enough cash. Okay. Come back anytime. Da. Also, ich werde mich definitiv für den Weg bei dem El Gigante entscheiden. Definitiv. Rechtes Tor öffnen. Müsste das, glaube ich, gewesen sein. Und das Rad dreht sich, es dreht sich, es dreht sich cool rund. Pardon, ich habe was getrunken. Ich musste meine Kehle benässen. Wir öffnen das Tor und ich hoffe, es ist das Richtige, weil ich keine Ahnung habe, welches welches war. Es sieht mir ganz nach dem... Ich weiß nicht, nach was sieht es mir denn aus hier? Das weiß wieder nur der liebe Gott im Himmel. Verdammte Scheiße, das Tor ist zu. Ach herrlich! Da haben wir das richtige Tor genommen. Okay. Ja, verpiss dich, Perle. Du hast dich mal alle Latten am Zaun. Nein! Wir rennen durch die Gegend. Tschalalala. Wir rennen immer noch durch die Gegend, wenn du dich nicht beißt. Vielleicht tot. Ah.
Ich hoffe, das schaffen wir. Aber es müsste, glaube ich, an sich der leichtere Weg gewesen sein. Was Schlüssel? Ach du Scheiße! Er drückt wieder und ich... Bam! Messer in die Hand. Perle, komm! Was ist mit dir? Herrlich! Hier hinten finden wir wohl Schlüssel. Auch sowas... habe ich ja... Boah... Mega! Ey! Wie kann ich die jetzt... Die ist tot. Die ist definitiv hinüber. Okay. Das sieht schon mal nach jede Menge Spaß aus, dass ich schon wieder sterbe. Gottverdammten Scheiße. Oh Mann. Ich dachte, es wäre leichter. Naja, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Doch, wir kommen zurück. Aber ich will das schaffen. Warte mal, ich werde jetzt ein bisschen bescheißen. Den ich schon mal... Na... Der kann und der will nicht drauf. Schau. Ah, doch. Warte, verballer ich wieder sinnlos Munition, ey. Und ich das schon alles abschießen, ne? Und das Ding auch schon mal abknallen, ne? Sorgen wir ja schon. Oh. Ah, doch, gut. Was ist hier mit? Nix. Sagen wir. Lang. Hallo. Ja, genau hier lang. Wenn mir auf den Sack geht, die Alte. Boah, der, hier muss irgendwo Schlüssel drin sein, ey. Oh Mann. Ja, wir haben ein Problem. Wir müssen da durch. Wir müssen ein Messer aufkoffern. Ist sie platt? Die ist platt. Ja, wie sollen wir das denn schaffen? Bin ein bisschen sprachlos. Ah, deprimiert hilft's vielleicht eher. Boah, wartet mal. Ah, bin ich eine hohle Flucht. Die Medaillen, ich kann mit der nichts hier anfangen. Ganz ehrlich. Ach, ey, dass dieser Typ sich andauernd drehen muss. Es ist echt. Boah, das wird jetzt. Boah, jetzt muss ich den irgendwie aufhalten. Anders. Da wird es doch bestimmt klappen. Boah. Ja! Aber das entgehen wir uns hier nicht. Oh oh. Jetzt aber fix, madame. Geschafft. Wir benutzen den Schlüssel. Oh, wir haben es geschafft nach 10 Minuten. Herrlich, Leute. Yep. Also gut, dass ich bin echt froh, dass wir den Weg hier gewählt haben. Beziehungsweise, warum sage ich immer wir? Ich habe den Weg doch gewählt. Oder spreche ich von mir in der Mehrzahl? Man weiß es nicht genau. Welcome. Hallo, mein Freund, ich bin's wieder da. Ich habe gute Ware für dich. Ich habe was zu verkaufen, mein Freund. Ach, habe ich nicht, warte mal.
Kann man das kombinieren mit hier? Nee, kann man nicht. Ich kann nur die drei einzeln verkaufen. Warum spreche ich so? Hallo? What are you selling? Bierstein nicht. Wir verkaufen drei Stück hiervon. Yep. What are you buying? Schatzkarte Dorf. Viel braucht das nicht. Ich Schulter, Dilly, Ziro, Dilly, Raketenwerfer, ne, Dilly. Aber ich hätte hier drauf, hätte ich mal mega Bock. Ist das gleiche wie das hier oder was? Ne. Ich stehe auf Gewehre, auf diese Oldschool-Sachen. So, hier geht's auch wieder weiter. Das sieht irgendwie alles gleich aus. Diesen osteuropäischen Scheiß hier. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist überall nichts. In diesem Stadtland ist ganze Zeit nur nichts. Hey, wir täten hier auf, gucken rein, sagen hallo, Schummeschwein. Was ist heute in dem Part? Ist auf jeden Fall übel Sing angesagt. Oh, letzte Verteidigung. Ich habe den Amerikaner unterschätzt, er lebt noch. Ich hatte gedacht, wir könnten warten, bis der Parasit in seinen Körper geschlüpft ist. Aber nun könnte er vorher das Dorf zerstören. Wir müssen etwas unternehmen. Wir ändern unsere Prioritäten, stell die Suche nach Louis ein und konzentriere uns auf die zwei Amerikaner. Wo man aus der Gondel aussteigt, ist eine als Folterkammer für Verräter genutzte Hütte. Dort können wir sie stellen. Sollte alles schief gehen, müssen sie auf dem Weg zum Tor nach draußen immer noch an mir vorbei. Denn das Tor, der geht nur auf meine Augen. Okay, das ist jetzt ziemlich spooky. Aber für den Endboss habe ich mir damals... Ich habe den noch nie richtig besiegt, den Endboss. Ich habe immer einen Trick benutzt. Ihr werdet euch, wenn ihr das seht, wenn das klappt... Ich weiß nicht, ob das hier mit dieser Computerversion auch klappt. Jetzt habe ich den Scheiß überschrieben. Das war jetzt nicht heller von mir. Naja, egal. Also, ich hoffe, es klappt auch in dieser Computerversion. So, wie ich mir das vorstelle mit dem nächsten Endboss. Und ich renne jetzt hier lang, damit wir den sofort machen können. Und wir brauchen... Ach, scheiße. Das hat sich... Hier, das öffnet sich mit seinem Auge. Und wessen Auge, das erfahren wir gleich. Wir gehen dann... Ne, wartet mal. Scheiße, wo lang geht's? Also wenn wir hier lang gehen, kommen wir, glaube ich, zu diesem anderen Ort hin, wo die ganzen Psyche auf uns gewartet haben. Ne, da gehen wir nicht lang. Wir fahren runter. Wenn wir hier lang gehen, dann sind wir nämlich auf dem anderen Weg. Oh, ich muss mich kratzen. Und das machen wir nicht. Denn wir wissen, das macht keinen Spaß, gegen 100 Millionen Zombies zu kämpfen. Oder möchte gern Zombies, Alibi-Zombies. Weißt du, es ist jetzt mittlerweile Trend, Zombie zu sein, deswegen wollen die alle hier Zombie sein. Schwuchtels. Genau, Mehrzahl von Schwuchteln ist Schwuchtels. Genau wie von Gabel, Gabels und Löffels, Löffels. Löffels, Löffels, klar. So, wir laden jetzt erstmal überall die Munition. Ah, ich glaube, hier müssen wir auch laden. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Bleib ich denn davon? Nein, ja, okay. Ich glaube, das, was ich jetzt an Sachen habe, sollte reichen. Aufsteigen. Here we go. Na, 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 na. Hier. Ach, scheiße, hier kommen euch Zombies. Ich klatsche in die Hände hier. Here we go. Na, na, na. Da ist doch einer. Guckt euch den Zigeuner an. Oh, du arme Sau. Du arme Sau. Bettina, pack deine Brüste ein. Warum töte ich den Arsch nicht? Ach, guckt euch den mal an. Hab ich gar nicht gesehen hier. Hallo. Hallo. Hey. Oh, guckt mal hier noch. Zwei Helmuts. Helmut. Zack, noch einer. Da geht er down. Da geht er down. Hey. Und ich singe dir ein Lied. Es geht da, da, na, na. Na, 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 na. Woher kommen die? Hallo. Sex. Sex. Sex on the beach. Ich wollte versuchen, hier runter zu gehen, aber das lasse ich lieber sein, weil hinterher sterbe ich. Und darauf habe ich recht wenig Lust, den Part nochmal neu aufzunehmen. Weil wenn ich jetzt sterbe... Raus! Also, wenn der TÜV dieses Ding geprüft hätte, das wäre auf jeden Fall nicht durchgekommen. Zum 100% nein! La 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 la. Heute bin ich echt nur am Singen. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Oh, bloß weg. Komm, bloß weg.
weil jetzt normalerweise müsste gleich Bumm machen. Ja, ja, da hilft auch nach Mami-Schrei nichts. Was haben wir hier? Und dadurch mich an die Hälfte hier nicht... Boah, hier ist eine Kiste, schaut dir das mal an. Was leer denn? Oh, oh, weg. Lauf. Oh, ich hasse diese Viecher, hab ich doch schon mal gesagt, ey. Ja, da hat eine Toilette stattgefunden. Ein gelbes Katzenauge, bin ich. Schauen wir, ob ich das damit kombinieren kann. Kombinieren. Ja, und das Ding wurde definitiv wertvoller dadurch. We're going down, 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 down. Ach scheiße, ich muss die alte noch auffangen, ne? Boah, hier ist eine Treppe. Du dumme Kuh, ey. Even if the sky is for... Boah, wäre die jetzt da nicht rübergekommen, wäre ich echt böse geworden. Die geht's noch weiter runter. Ja, ich glaube, den Endboss machen wir erstmal im nächsten Part. Hey! Ah, der Impuls ist hier. Wartet mal. Oben war da auch noch was, ey. Tschalalalala. Tschalalalala. Tür auf, du Sau. Prüfen. Ja, denn du musst damit zurückfahren. Ich bin aber da. Ein Zombie, ja. War nur ein Scherz. Also hier ist sonst nichts mehr. Okay. Naja, ich bin zwar 4 Minuten zu weit gerannt, aber naja, wer tut das mal nicht gerne, ne? Böh. Da oben, da leuchtet das Ding von dem Typen. Und der Typ ist direkt hier unten. Entweder kann er sich klonen, oder der kennt eine Abkürzung. Definitiv. Das ist jetzt hier nicht umsonst, oder? Was ein Idiot. Lässt er hier Sachen liegen. Naja. Welcome. Hallo mein Freund, ich bin's wieder aus Russland. Ich kaufe was von dir. Hast du noch, hast du nicht? Hast du Hilfe? Warum bist du wie Arsch? Was kannst du tun? Was tun ein Gewehr? Wenn ich verkaufen will, was? Dann tunen wir mal unser Gewehr. Bäm, jetzt ballern wir alles kaputt hier. Haha, perfekt. Das ist wieder das Ende von dem Part. Jetzt lasse ich euch wieder warten. Ich bin vor der Arsch. Naja, bis zum nächsten Mal. Also bis gleich. Also bis den nächsten Part. Aber ich nehme weiter jetzt auf. Ciao.